Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Bei mir den Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir die Team Gift-Mitglieder aufgemischt und heute ist ein Planum. Ich drücke jetzt auch mal die richtige Taste. Jedes Mal drücke ich die falsche Taste. Dass wir uns den Eisarena-Leiter heute vornehmen. Eventuell auch darauf folgend die Folge direkt hier die Geist-Arena. Also wir haben zwei Arenen direkt vor uns. Und darauf folgend werden wir dann ist versteckter Kampfmitglieder aufsuchen. Also, ja. Dass ihr wisst, wie der heutige Plan aussieht. So, auf der Karte sehe ich schon, dass hier neue Pokémon sein sollten. Ich werde heute auch wieder Pokémon fangen. Ich habe nur letztens keine gefangen, weil eh schon Folgen viel zu lang waren. Und ich auch erst viel zu viele Pokémon hatte. Ich habe jetzt übrigens ausnahmsweise nicht zwischen den Folgen Pokémon gefangen. Also wir sind alle auf demselben Stand. Jetzt muss ich nur gucken, von wo aus komme ich denn da überhaupt am besten hoch. Ich würde mal sagen, von dort aus, ne? Auf der Karte konnte man nicht sehen, dass es ein Berg ist. Es kann sein, dass ich zwei Folgen brauche, um da hochzukommen. Und dich habe ich noch nicht. Was bist du? Ein Flanival. Level 34 bist du. Dich pöklich. Das war sehr effektiv. Welcher Typus bist du? Feuer-Pokémon bist du definitiv nicht. Könntest du ein Elektro-Pokémon sein? Dann müsste Lebensschuss ja auch effektiv sein. Nee, ist kein Elektro-Pokémon. Aber sie sieht auf jeden Fall knuffig aus. Lebensschuss macht ja kaum Schaden, da kann ich es ruhig nochmal machen. Ich will dich ja fangen. Bin schon gespannt auf deinen Pokédex-Eintrag. So, Superball, los! Ich habe Flanival gefangen, ja! Was für ein Typus ist das jetzt? Das war ein Eis-Pokémon. Ach, stimmt ja, Stein macht Eis auch gut Schaden. Hab nicht dran gedacht. Flanival, das Landfall-Pokémon. In Herden aus ca. 5 Artgenossen bewohnt es frostige Gebiete. Am liebsten frisst es Mineralien, die in Schnee und Eis enthalten sind. Ich werde sofort nochmal kämpfen müssen, weil die ganze Zeit der Pokémon in mir rumtanzen. Ich hätte schon gern Eis-Pokémon in meinem Team. Lucario habe ich ja voll trainiert. Dann nehme ich das Item von ihm an mich und dann hole ich Flanival ins Team. Und werde jetzt sofort kämpfen müssen. Gegen ein Pyroleo, Level 36. Ich glaube, bis zum nächsten Mal trainiere ich echt. Wenn ich ein Pyroleo haben will, dann will ich das hinter dir haben. Warte mal. Ich sehe da auch noch einen Milz rumtanzen. Ah, ich habe das Milz zuerst getroffen. Ich wollte eigentlich den Pyroleo da treffen. Den männlichen. Erstmal ein paar Pokémon fangen. Dann können wir wieder nach oben kraxeln. Wurde gepökelt.
So, dann mache ich mal eine Lichtkanone. Aua. Denk doch nicht meinen Angriff. So, ich habe mein Pokémon geheilt und du kriegst jetzt durch den Pökelsalz den Schaden, den du brauchst. Nee, Alba muss es tatsächlich noch. Ich werfe trotzdem den Superball. War noch nicht bereit. Kannst du mal aufhören mit dem dummen Drachenpuls? Geh in den Ball. Sei ein braves Mädchen und hüpf in den Ball. Danke. Noah ließ sich dann gleich im Pokédex vor. Moin, ihr netten Geschöpfe. Hier haben wir Milza, das Stoßzahn-Pokémon. Sind an Felsen oder Bäumen eigenartige Zahnabdrücke zu finden? Lebt wahrscheinlich ein Milza in der Nähe. Danke, Noah, fürs Vorlesen. Wieder ein aggressives Pyroleo. Ach, und ein Flanival stand im Weg. Ich will doch nur das Leo-Pokémon fangen. Weiß man was, ich lasse das jetzt hier. Wollen ja auch vorankommen. Habt halt bei der nächsten Folge hier wieder 10.000 Pokémon, die ich halt zwischendurch gefangen habe. Ich will mal kurz gucken. Schmerbe. Wo komme ich denn hier am besten hoch? Hier hinten offenbar irgendwo. Oder vielleicht komme ich durch die Höhle hoch. Erstmal gucken, welches Level seid ihr. Level 37. Ich sollte hier eventuell wirklich noch nicht sein. Komm, du kannst es schaffen, sie die Saal. Oh, da ist ein Schnäppke. An einem männlichen Molunk habe ich kein Interesse. Wenn wir ein weibliches, weil nur die weiblichen sich entwickeln können. Wohin führt mich diese Höhle? Bei einem Pokémon Center. Das nehme ich mal mit. Aber ich denke mal, ich muss meinen Plan noch mal ein bisschen überarbeiten. Weil ich langsam glaube, dass das Gebiet hier zu stark für uns ist. Ich will noch mal gucken, wie stark waren die denn hier so in der Höhle? Ich habe jetzt hier an der Höhle noch mal geguckt, die waren hier Level 36, aber was wir machen könnten, ich muss halt nur meinen Plan, den ich gerade gemacht hatte, in den Haufen werfen. Hier ist ein Herrscher-Pokémon und hier ist ein Herrscher-Pokémon. Außerdem ist hier noch, steckt ja Unlichtmitglieder und sogar eine Arena. Wir können ja hier einfach weitermachen. Und ich gehe da oben hin oder durch die Höhle, nachdem ich Level 40 erreicht habe. Also, neues Ziel, wir gehen dahin. Natürlich testen wir aber vorher mit einem Pokémon-Kampf, wie stark die Pokémon dort in der Gegend sind. Ich sehe gerade, hier sind viele Windmühlen.
Oh, ich werde angerufen. Ja. Nee, will ich nicht. Ich will nicht weggeschlagen werden. Hier liegt einfach mal eine Fumpy-Kralle rum. Ich denke mal nicht, dass sie besonders stark sind, wenn hier Wuffels rumrennen. Ah, dort oben. Mit Picnic Man spreche ich später noch. Aufpassen, dass mich die Steine nicht treffen. Ah, der wirft sie auch ab, der da oben. Ey, du Dreckiger. Man wirft keine Steine. Neues Pelikan-Pokémon? Du siehst interessant aus. Ich mache erstmal Katapult. Steins-Pokémon? Ich glaube, ich hätte das hier früher machen sollen. Weil ich ihn gerade fast gewonnetet habe. Wo versteckst du dich eigentlich immer? Eh klar, mein Freund. Mit Geosali, Level 19. Okay, ich bin definitiv zu stark. Ich mache einfach eine Terra-Kristallierung, dann one-hit ich dich wahrscheinlich. Vor allem Dingen. Das sagst du, wo wir beide so ein Salz-Pokémon da haben, ne? Du bist witzig. Ich glaube, ich hätte den Wasser-Arena-Orden tatsächlich vor den Giftmitgliedern machen müssen. Okay, fast down. Du machst auch ein Katapult, gut. Einfach geone-shottet in einer Runde. Ja, das war spitze. Finde ich auch. Ja, wahrscheinlich. Jetzt kann dein Freund wieder ein bisschen gesünder werden. Bitteres Geheimgewürz. Das Interessante ist, beim nächsten Mal können wir einfach direkt wieder einen Herrscher-Pokémon besiegen. Oh, das klingt doch gut. Das kann dein Pokémon gut gebrauchen.
Mach doch einfach 4. Denk an meinen Pokémon doch einfach mit. Ich nehme sie immer. Wie angeekelt wir aussehen. Ich habe auch wieder eins für dich gemacht. Was wäre eigentlich, wenn ich sagen würde, das ist meins? Das würde mich mega interessieren. Jetzt wird es dir ein bisschen besser gehen. Bin gespannt, welche Fähigkeit ich jetzt dazu bekommen habe. Wellenreiten. Niemals. Kannst du es nicht wenigstens genießen? Ja. Könnte sein. Komm, du schaffst es. Ja, es hat versucht, was von sich zu geben. Wir glauben an dich, Mastifioso. Nur noch 2 und 1 werden wir demnächst direkt schon einsammeln. Und mit Wellenreiten kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt auf Wasser surfen können. Also so gesehen der Surferersatz. Ja. Yay, es ist genau, wie ich es mir vorgestellt hatte. Na gut, konnte man sich am Namen denken, ne? Man muss aber auch sagen, dieses Herrscher-Pokémon, das war einfach. Er fliegt hier nicht rein zufällig auch so durch die Gegend. Mal so grob hier eben kurz an der Seite runterschielen. Nee, ich sehe jetzt hier nicht irgendwo rumflattern. Wo wäre denn das nächste Herrscher-Pokémon? Hier. Einfach direkt eine Ebene weiter wäre das. Ich würde aber tatsächlich so machen. Wir sparen uns das hier auf. Wir machen jetzt als nächstes dann erstmal die Unlicht-Mitglieder. Ich weiß, dass sich mein Plan einfach komplett geändert hat. Dann machen wir den Wasser-Arena-Orden. Und holen uns direkt darauf den Bodenherrscher-Pokémon Orden. Dann hat Miraidon nochmal irgendeine Fähigkeit. Und dann werde ich erstmal hier auf 40 hochtrainieren. Dann können wir uns nämlich auch an die Orden hier alle ranschmeißen.
Ja, aber guck mal, die Hälfte vom Spiel haben wir so ungefähr. So 8 Sinkendinger haben wir eingesammelt. Und die habe ich da auch gemacht, oder? Und noch 8 sind übrig. Plus die Pokémon-Liga natürlich. Und der Aftergame-Content. Also ja. Haben noch ein bisschen was erreicht. Bisher Hälfte vom Spiel schon rum. Danach werde ich wahrscheinlich das Spiel noch ein bisschen für mich mehr daddeln und gucken, dass ich den Pokédex voll kriege. Aber wie gesagt, das mache ich dann näher für mich. Na gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann die Unich-Mitglieder verkloppen. Ciao und bis bald.